ladies and gentlemen, may I please have your attention? Okay, Freunde, wir sind hier im Fieldhaus von Bucknell, da wo richtig viel Sport gemacht wird, Track and Field und Baseball und dies alles trainieren hier. Und wir sind hier drüber zum Tennis Court. Der hat so ein ganz glattes Untermaterial, deswegen ist es richtig schnelles Spiel. Ja, und jetzt zocken wir eine Runde. Wir haben schon ein bisschen gespielt. Jetzt geht's nochmal ab. Yo, an alle Freunde des Roundnets. Ich habe mir hier, das ist der Racquetball Court, also nicht Squash, sondern Racquetball. Bei Squash sind hier noch so Linien. Und hier kann man richtig nice Surf spreiten. Ich habe gerade schon ein bisschen mit Davide ein bisschen Hits geübt. Der Davide ist echt gut, also mein Mitbewohner. Und jetzt mache ich hier so ein bisschen Surfs. Genau. Hier, da draußen, da haben wir Tennis gespielt. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Also Bingo funktioniert hier so, dass man halt die vorgelesenen Nummern einfach rüber swiped hier mit so einem Schieberegler und dann liest die da vorne da mit dieser Lotteriekugel, lesen die Nummern vor wie beim Lotto. Ja, und wenn man halt entweder alles komplett zu hat oder fünf in der Reihe, die sagen immer an, was für eine Reihe oder Ecke oder was man haben muss halt. Ja, da seht ihr diese. Ich habe auch noch zwei left. Let's go, my boy! Come on! Get the fridge! Get the fridge! You can't even carry it. Okay, you guys. Davide, what is your opinion on Gregory getting the fridge? The fingers, please. What? No! What is he getting, though? I don't know. Oh my god, such a disappointment, no. Man. That's not how we raised our boy. Now we need to win to get the fridge. Yeah. Schneit. Wie vorhergesagt. Wir haben sogar eine E-Mail bekommen, dass es stark schneien wird. Und wahrscheinlich ist am Ende des Tages der Campus weiß. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Also ich komme jetzt gerade von einer langen Study-Session, weil mein Kurs ist ziemlich anspruchsvoll, den ich gewählt habe. Aber ja, es
So sieht die Library aus, also die Bibliothek ist relativ klein im Vergleich zu was man kennt jetzt von so studentischen Universitätsbibliotheken. Aber hier studieren ja auch nur 3.000 bis 4.000 Leute, also Studis. Von dem her, guck mal, wie schön es aussieht. Ja, das ist schon sehr sexy. Hier ist so ein, wie nennt man das überhaupt? Wäscherei. Absolut kein Plan, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Auf jeden Fall sind hier, das ist nur so ein, nicht mal eine Minute Walk entfernt von unserem Haus, also von unserem Apartment. Und hier sind übelst viele Waschmaschinen und Trockner. Und hier waschen wir. Ich habe mich bis jetzt noch nicht so getraut, irgendwie warm zu waschen, da es steht so kalt, warm, aber keine Temperaturanzeigen, nicht mal in Fahrenheit. Vielleicht steht es irgendwo, aber ich kriege noch raus. Naja. Ist auch schon übel spät, also es ist gerade ein Late Night Wash, ist schon 12:30, aber meine Wäsche ist immer noch nicht trocken. Aber ich habe morgen erst um 11 meinen ersten Kurs. Hier ist ein Pepsi-Automat. Was ist das hier? Ah, kann man auch Zeug kaufen. Genau, hier so sieht das Ding aus. Und es ist halt auch immer offen, also theoretisch könnte man hier einfach pennen, so wenn man obdachlos wäre. Hier kann man Waschmittel kaufen, aber das kaufen wir im Supermarkt. Und hier, weil man kann nur mit 25 Cent Münzen hier zahlen, also für die Maschinen, ne? Hier ist immer überall 25 Cent, auch für die Trockner. Und dann kann man dann eben hier seine Scheine reinschmeißen und dann kriegt man 25 Cent Münzen raus. Und es kostet 2,50 zu waschen, aber die Waschmaschinen sind riesig, genauso wie die Trockner. Und ich kriege niemals eine volle Wäsche voll, weil bevor, also das ist gefühlt, ja, mehr als die Hälfte meiner Klamotten würden in diesen Trockner reinpassen. Und ich habe als erstes sind halt meine Socken oder Unterhosen dran, aber die nehmen ja nicht viel Platz weg, deswegen müssen die halt gewaschen werden, obwohl es, na, da ist viel Platz noch drin. Könnt ihr mich sehen? Genau, und wie gesagt, also es kostet hier 25 Cent steht da und hier steht 6 Minuten für einmal 25 Cent kostet 6 Minuten. Also das ist meine Maschine, ich habe gerade was reingeworfen nochmal, weil es noch nicht trocken ist. Das heißt, ich habe jetzt auch schon locker 5-6 Münzen wieder reingehauen. Also einmal waschen, es ist halt wie gesagt nicht viel, aber ich muss halt waschen, weil ich halt keine Klamotten mehr habe, aber ich habe halt nicht so viele Klamotten dabei. Deswegen muss ich halt früh waschen und dann lohnt es sich aber eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, habe keine Wahl. Das heißt, letztendlich kostet mich das Ganze irgendwie doch 5 Dollar insgesamt, einmal waschen. Was schon viel ist. Man denkt, es ist wenig, weil es der, ne, jede Münze ist nur 25 Cent, aber irgendwie schmeißt man dann doch voll viel rein. Ja. Naja, aber geht. Ich meine, sonst kann ich ja kostenlos, ich zahle ja keine Miete, nichts fürs Essen und alles. Also kann ich verkraften. Dennoch ist es nicht billig.